So, einen wunderschönen. Ich begrüße euch zu einem neuen Temo-Video. Wir hatten ja bei Temo einige Sachen bestellt und diesmal kommen wir zu dem Video mit den Sonnenbrillenhaltern. Bei meiner Frau, ihre Sonnenbrille liegt ja mal in Mittelkonsole. Sie sucht sie von Juna, die liegt irgendwo rum. Meine habe ich ja im Mittelkanal in der Box. Hier zeige ich euch. Ich habe zwei Sonnenbrillen im Auto. So, das sind meine beiden Sonnenbrillen, die ich im Auto habe. Ich habe einmal eine Sonnenbrille, wenn ich meine Brille gerade auf habe. Das ist so eine Breite. Von Kodak oder von wo die ist. Steht irgendwo drauf hier, keine Ahnung. Nee, Polaroid. Polaroid. Ja, und die ist halt was breiter. Und die hat hier oben so einen fetten Rand. Seht ihr den? Ja. Und die ist dafür eigentlich da, dass man die halt auf, ist auch größer, seht ihr ja. Und hier ist auch hohl, dass man die auf eine normale drauf macht, also über seine normale, normale Brille drauf macht. Und dann hat man halt eine Brille. Also auf, eine Brille auf und dann halt zusätzlich Sonnenbrille. Funktioniert auch sehr gut. Ja, den nehme ich auch sehr gerne, weil die schön groß ist. Und wenn ich aber längere Strecken fahre und dann halt nicht zwei Brillen aufhaben will, ja, dann habe ich halt auch eine normale Sonnenbrille. Die ist mit Sehstärke. Die ist von Jaguar, möchte ich sagen, ist die gerade. Ja, die ist von Jaguar. Ja, und das ist halt mit Sehstärke. Funktioniert auch sehr gut. Oh, hier ist schon abgeplatzt so ein bisschen. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal von Jaguar neue Gläser holen. Nochmal eine neue Jaguar-Brille holen. Ohne, also mit Sehstärke, aber ohne das Braune. Ich habe ja jetzt, dass das dann halt so ein bisschen leicht getönt ist. Das macht sich dann immer beim Stream ein bisschen doof. Da sieht man manchmal die Augen nicht richtig. So. Das sind meine beiden Sonnenbrillen. Und dann hat noch meine Tochter zwei Sonnenbrillen im Auto. Die Große hat eine Sonnenbrille im Auto und Frau hat eine Sonnenbrille im Auto. Und die suchen ihre immer. Und im Jetta hatte ich oben zwischen meinem und Frauchens Platz über dem Spiegel so ein kleines Fach. Da hat eine kleine Sonnenbrille drin gepasst. Da hatte ich die von Juna drin. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier aufgeht. Ah, hier. So. Da habe ich mir gedacht, für Frauchens Seite, also wenn es gut ist, hole ich mir noch ein zweites davon. Wäre das doch ideal, bei ihr an der, ich muss nur gucken hier wegen dem Leder, ob das halt nicht das Leder kaputt macht. Aber hier ist keine scharfe Ecke, Kante, nix. Das war das dann halt bei ihr ranmachen an die Sonnenblende. Ich zeige euch das mal. Ich mache das hier einfach nochmal doppelt, dass wir so etwa auf die Dicke von der Sonnenblende kommen. Ja, also machen wir mal so. Weil die Sonnenblende ist ja dann so praktisch dran und die kann man ja dann hoch und runter machen. So, und dann machen wir das hier einfach hoch. So, und dann ist das so drauf auf der Sonnenblende. Das seht ihr nicht, das ist oben und das ist unten. Und da könnt ihr dann praktisch hier hinten auf dem, oder ihr könnt auch runterziehen, ja, aber hier rauf drücken und dann haben wir hier auch, ich hoffe, ihr könnt jetzt sehen, hier ist so ein bisschen Styropor und hier sollen die dann eingerastet werden. Und das durch den leichten Druck hier hinten, ja, oder halt auch hier kann man sie auch reinmachen. Ja. Oder passen da zwei rein. So, das werden wir jetzt einfach mal testen. So, wir haben hier meine Sonnenbrille. So, ganz normal. Und die machen wir jetzt. Also hier passt es nicht. Also müssen wir hier machen. Dann machen wir es einfach so ein Stück rauf. Und dann ist er praktisch so dran. So sieht es dann aus. Ja. Kommt auch nichts aufs Glas. Super geschützt. Hier seht ihr das nochmal. Hier hinten haben wir dann ja auch noch, dass es hier hinten nicht weitergeht, haben wir ja nochmal den Schutz. Hier auch die,
die Dinger kommen nicht aufs Glas. Die sind genau hier bei dem Nasensteg. Ja, wenn man da Angst hat, dass es sich verbiegt, zieht man es halt noch weit nach vorne. Seht ihr? Ja. Und wenn man sie braucht, einfach nach vorne rausziehen. Hier sitzt es jetzt ein bisschen dünn. So, zu. Und wenn man es braucht, draufdrücken und man kann es rausziehen. Weil hier wird ein bisschen die Wicht damit ausgeübt, dass das halt das leichte Plasteteil hier ein bisschen runtergeht, dass das hier vorne zu ist. Seht ihr das da? Damit man da, damit die halt nicht rauszieht, die Brille. Erfüllt auch das, was es soll, würde ich sagen. Bin zufrieden. Ja, kann bei Frauchen zwei Stück ran, für Junas Brille, ihre Brille oder eins bei mir, dass ich es während der Fahrt halt mal schnell nehmen kann. Müssen wir uns mal aufteilen. Aber es erfüllt auf jeden Fall das, für was ich es geholt habe. Ja, dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Ja, ihr werdet auch wiedersehen im Video über das Auto, wenn das Auto fertig repariert ist, wenn ich alles darin eingebaut habe, was da noch offen ist. Beziehungsweise ist ja schon fast alles fertig. Fehlt ja nur noch die Reparatur und die Teile, die ich euch jetzt zeige. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Test.